Wir haben die Ausstellung für das Wochenende vom 15., 16. und 17. Juni geplant. Normalerweise versucht man die Ausstellung an dem Datum der Gründung der Kolonie zu machen, aber weil an dem Wochenende eine andere Aktivität geplant ist, haben wir dies ein Wochenende vorverlegt, da der Feiertag vom 12. Juni auf den Montag verlegt wird, auf den 17. Der Grund der Ausstellung ist ja jedes Mal die Feier der Gründung der Kolonie Merno, ja? Aber jeder kann das Thema auswählen, das er oder sie ausstellen will, ja? Wo findet die Ausstellung statt? Beim MSV in der großen Sporthalle. Die ganzen Stände sind daraufhin geplant, dass sie da aufgebaut werden können. Wie viele Stände oder Aussteller wird es geben? Normalerweise so 22 bis 25 Aussteller sind dabei. Auch die freien Ecken, sagen wir mal, die werden auch von einigen Gruppen dann vollgestellt. Wer darf sich anmelden, um an dieser Ausstellung teilzunehmen? Nach einigen Regeln nach dürfen die Bürger der Kolonie Merno sich anmelden. Das einfach daher, dass da es ein Event der für die Kolonie ist und von der Kolonie aus. Gibt es eine Anmeldegebühr? Es gibt eine kleine, minimale Anmeldegebühr. Bei der Anmeldung werden diese Informationen weitergeleitet an die Leute, die ausstellen wollen. Ja. Reicht diese Gebühr, um das Event zu finanzieren, oder wer bezahlt das Ganze? Die Gebühr ist mehr symbolisch und die Kulturabteilung der Kolonie hilft, die Unkosten zu tragen, die bei diesem Event hervorspringen. Ja. Gibt es außer den Ständen, also den Ausstellungen, noch etwas extra, Musikprogramm oder so etwas? Wir haben da vieles im Planen, sind aber noch nicht klar, was genau da gemacht werden wird. Es wird auch wieder typische Essensgerichte angeboten werden und noch vieles dazu, was aber noch nicht definiert ist. Ja. Wird eine Eintrittsgebühr kassiert? Nein. Der Besuch ist frei für alle und wir wünschen, dass viele, viele Leute von überall her schauen kommen.